Guten Morgen. Ich habe die Lampe eingesammelt. Das wollte ich nicht. Blöd. Ja, ich würde sagen, es läuft. Also gestern, ja, schönen Fortschritt in der Mine erzielt. Es wird ein wunderschöner sonniger Tag. Ja, meinetwegen. Erstmal gucken. 1000. Boah. Es war ein teurer Tag in der Mine. 1000. Ja, es ist natürlich immer so ein bisschen prozentual abhängig von unserem Guthaben. Und da haben wir leider momentan ein bisschen was. Und deshalb, ach Gott. Na, nicht drüber ärgern. Ich bin schon selber schuld. Ich weiß, dass da jetzt noch eine Erdbeere ist und eventuell noch eine hinter der Vogelscheuche. Ja. Und damit ist das Thema Ernte durch. Oh, Moment, da ist doch noch was. Hier. Eine Kartoffel. Okay. Ja, also Gießen sparen wir uns jetzt, wie gesagt. Das bringt nichts mehr. So. 7.10 Uhr und fertig mit der Hofarbeit. So muss es sein. Und natürlich machen wir da wieder zu. Ja, ich habe ja auch noch die Bombe. Die Bomben, die sind natürlich ganz praktisch, um Gestein wegzusprengen, wenn es schnell gehen muss. In der Mine selber benutze ich die eigentlich fast gar nicht. Es gibt dann später noch einen anderen Ort, da macht sie ein bisschen mehr Sinn. Das ist übrigens hier schlecht sortiert, sehe ich gerade. Ich habe ja auch noch eine Omni-Geode gefunden, die wir dann bei Gelegenheit mal aufbrechen lassen können. Wir haben 14 Erz, also Eisenerz. Da brauchen wir also noch Minimum 6 Stück. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt aber gleich schon mal einen Erzband schmelzen, weil die ja, wie gesagt... Ach, da ist ja auch noch einer. Oh, da brauchen wir ja nur noch einen. Oh lala. Das ist ja geil. Da brauche ich nur noch ein Erz. Dann hätte ich meine 5 Eisenbarren zusammen für die Gießkanne. Das eine könnte ich ja sogar kaufen. Aber ich möchte eigentlich schon lieber nochmal rein in die Mine. Weil das ist ja nur eine Momentaufnahme, dass wir nur ein Erz brauchen. Wir wollen ja später auch noch andere Sachen verbessern. Also da brauchen wir insgesamt schon mehr. Den Kaffee. Gus oder Pierre? Einer von beiden hat Kaffee sehr gerne als Geschenk. Mit Kaffee bewegt man sich schneller. Es bringt uns bloß in der Mine nichts, wenn wir dann dazwischen immer die Steine wegkloppen müssen, weil dann sind wir auch nicht schneller unterwegs. Ich überlege jetzt gerade, das lassen wir noch da. Den wandeln wir gleich um. Die blöde Schleuder lasse ich jetzt da und das Bild. Ich weiß, gehört eigentlich in die andere Kiste, aber... Ach, Moment. Ich muss ja sowieso nochmal an die andere Kiste ran. So. Also, das lassen wir da. Den Pilz lassen wir da, die Schleuder lassen wir da. Die Bomben lassen wir da. Den Kaffee. Das flauschige Hemd gehört innen in die Kommode. Das nehme ich dann heute Abend mit. So, dann verkaufen wir die Erdbeeren, die Mayonnaise, die Kartoffel. Ja, die Kekse. Ich habe hier auch genug. Es bringt ja nichts mehr, hier alles zuzumüllen. Die Kohle lassen wir da. Es ist ja so, habe ich auch schon mal gesagt, dass das nicht so schlimm ist, wenn ich das drin behalte im Inventar, weil ich ja sowieso wieder Erz und Kohle einsammle. Allerdings, nur mal so angenommen, und ich nehme das zu Recht an, wir sterben mal irgendwann in der Mine, besteht halt die Möglichkeit, dass man Gegenstände verliert. Und dann kann halt das komplette Erz weg sein. Also man verliert da nicht ein Erz, man verliert den kompletten Slot. Und deshalb sollte man Dinge, die einem sehr wichtig sind und die man nicht zwingend braucht, nicht mit in Bereiche nehmen, in denen man potenziell sterben kann, weil da zu viele Gegner sind. Und mit sterben meine ich halt Gegnern unterliegen. Wenn die Gesundheitsleiste unten ist. Ich meine damit nicht dieses Einschlafen um 2 Uhr nachts. Das ist nochmal ein Unterschied. Wenn wir draufgehen, also natürlich sterben wir nicht wirklich, sondern es kommt dann halt eine kurze Szene, dass wir gefunden werden von jemandem bewusstlos, also der hat uns dann bewusstlos gefunden und dann steht dann halt drunter immer so eine kleine Auswertung,
dass du so und so viel Geld und so viele Gegenstände aus dem Rucksack verloren hast. Und das kann unter Umständen sehr wehtun, was man da verliert, weil man halt auch nur einen Gegenstand wiederherstellen kann und nicht alle. Und es kostet auch noch. Also, man kann Glück haben, dass man einfach nur Rotz verliert, wo man sagt, ja, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn die 20 Fasern weg sind oder sowas. Oder meinetwegen auch die Lachsbeeren, wenn ich eh nur noch drei habe oder so. Das ist dann halb so wild. Upgrade im Kampf, okay. Aber es können halt auch Sachen weg sein, die echt richtig schmerzhaft sind. Und zum Beispiel ein tolles Schwert, das man sich gerade erst gekauft hat. Und dann zusätzlich noch die 30 Goldnuggets, die man gefunden hat. Und dann muss man sich entscheiden, welches davon stelle ich wieder her. Und beim Gold geht es dann auch sehr ins Geld. Beim Schwert ist es meistens nicht so schlimm. Oh, Aquamarin. Komm, geh da weg. So. Und es wird passieren. Wir werden definitiv in diesem Let's Play sterben. Also, gerade in der PC-Variante, wo ich nicht so schnell die Waffen wechseln kann oder automatisch irgendwo hinlaufen kann, kann das sehr, sehr schnell passieren, dass ich nicht mehr rechtzeitig reagieren kann, um mir zum Beispiel eine Heilung einzuwerfen oder so. Und deshalb, da könnt ihr sicher sein, das ist nur eine Frage der Zeit. Das kann jetzt schon, also das kann in dieser Folge schon passieren. Vielleicht auch erst in ein paar Tagen, aber es wird passieren. Und dann hoffe ich, dass wir da nicht zu groß Verlust machen. Übrigens auch die Höhe des Geldbetrags, den wir dann verlieren, wenn wir sterben, ist ähnlich wie beim Einschlafen auf der Straße, abhängig von unserem Gesamtguthaben. Und wenn man dann, so wie jetzt gestern, gerade eine reiche Ernte hinter sich hat, ist das auch sehr ärgerlich. Wenn sowas passiert, wenn man sowieso fast nichts dabei hat, dann hält sich der Schaden dann eher in Grenzen. So. Die Frage ist jetzt, will ich heute den ganzen Tag in der Mine bleiben? Eigentlich würde ich gerne auch wieder was anderes machen. Jetzt ohne, dass ich da jetzt einen konkreten Vorschlag hätte. Ich mag es halt immer gerne auch ein bisschen abwechslungsreich. Aber die Mine ist halt dann am effektivsten, wenn man möglichst viel am Stück abhandelt. Das hat man ja gestern auch gesehen. So. Und natürlich ist es am sinnvollsten, wenn man sagt, okay, ich habe heute noch was anderes vor, dass man dann aus der Mine rausgeht, wenn man halt so ein Level erreicht hat, das durch 5 teilbar ist, so wie jetzt zum Beispiel 45. Weil wenn ich jetzt bis 48 drin bleibe, dann und dann rausgehe, dann verfallen ja die letzten 3 Level wieder. Dann muss ich ja trotzdem wieder bei 45 anfangen beim nächsten Mal. Ich sehe jetzt hier tatsächlich auch gar nicht mehr so gut, welches die Steine sind, die ein Level abgeben. Das ist in dieser Eislandschaft immer ein bisschen schwer zu erkennen. Und was wir übrigens noch gar nicht groß gemacht haben, war in der Mine Boden aufzugraben. Also hier jetzt zum Beispiel diesen Schneeboden. Es geht tatsächlich, und da kann man auch immer interessante Sachen finden. Unter anderem auch diese Zwergenschriftrollen, sehr häufig Höhlenkarotten. Aber auch mal andere Dinge. Und ich bin mir immer noch nicht si sicher, auch da gerne Antwort, wenn ihr es wisst. Kann man die Schneesüßkartoffel in der Mine ausgraben oder nicht? Ich glaube, es geht nicht. Also theoretisch ja, weil Schneesüßkartoffeln kann man im Winter im normalen Boden ausgraben. Aber ich glaube, in den Minen kommen die nicht vor. Warum interessiert mich das? Die Schneesüßkartoffel ist einer der Gegenstände, die ein bisschen verhindern, es sei denn, der Reisewagen hat einen gnädigen Tag, dass man das Gemeinschaftszentrum schon im Herbst fertig kriegt. Ich gucke jetzt mal so ein bisschen. Kostet natürlich auch wieder Energie.
Hier ist zum Beispiel jetzt eine Höhlenkarotte. Also da findet man eigentlich immer ganz gut was. Man kriegt auch ganz gut Lehm. Aber es bringt einen natürlich in Sachen Minenfortschritt nicht voran. Und jetzt muss ich tatsächlich mal langsam ein bisschen aufpassen, was meine Gesundheit angeht. Ich bringe mich da hier mal ein bisschen aus der Schusslinie. Ich schnapp mir noch ein Aquamarin. Auch wenn es farblich so aussieht, der Aquamarin kommt tatsächlich nicht nur in diesen Eisebenen vor, aber er kommt halt nicht früher vor. Also auch später kann man in tieferen Ebenen, wo es dann zum Beispiel eher Feuer gibt, diesen Aquamarin finden. Ah, die Karotten, die sind schon heftig, ne? Und ähnlich wird es dann beim Sommerkürbis sein, den man dann eben im Sommer finden kann. Und da denkt das Spiel auch mit, wenn ich jetzt Samen ausgrabe an diesen, ja, Artefaktort-ähnlichen Stellen, dann wäre das jetzt zu diesem Zeitpunkt schon der Sommerkürbis und nicht mehr die Karotte, weil ich mit der Karotte jetzt gar nichts mehr anfangen kann. Die würde nicht mehr rechtzeitig reif werden. Okay, endlich wieder mal ein bisschen Erz. 14 haben wir aktuell. Das ist noch nicht wirklich viel. Also, magische Grenze aktuell 26. Einen brauche ich für die Gießkannenverbesserung und 25 bräuchte ich dann für das nächste. Das kriegen wir aber hin. Also, ich habe ja jetzt schon wieder 18. Da drüben links sehe ich schon eine weitere Erzader und Zeit ist auch noch ein bisschen. Oh, verdammt, es ist Freitag. Mist. Oh, shit. Ah. Oh, das ist jetzt ganz blöd. Sofortiger Abbruch, raus aus der Mine, auch wenn ich jetzt auf Level 47 bin, von dem ich ja vorhin noch gesagt habe. Oh, Mann. Ich glaube, da habe ich mir jetzt gerade was versaut. Shit. Ich muss sofort raus aus der Mine und das wird aber zeitlich, glaube ich, trotzdem nichts. Oh Gott. Lass mich raus hier. Ah, oh, 19 Uhr. Boah, das klappt niemals. Niemals. Scheiße. Ja, was ist los? Ich habe den Reisewagen vergessen, verdammt. Und was ist, wenn gerade heute der blöde Rotkohl drin ist, aber der Reisewagen macht um 20 Uhr zu? Ja, wieder Fischwahnsinn. Und ich schaffe es doch jetzt niemals, bis 20 Uhr dahin zu kommen. Das ist ja der Ort, der jetzt gerade am denkbar weitesten weg von den Minen ist. Nee, das schaffe ich nicht. 1940, Mist. Ich schaff's vielleicht bis 20 Uhr, ja, in den Wald, aber noch nicht mal das, aber nicht zum Reise. Oh, ist das ärgerlich. Okay, dann hoffe ich, ja, und Thema durch. 1,5 Stunden hätte ich gebraucht, 1 Stunde hatte ich. Ja, der Reisewagen hat jetzt zu. Wir gucken jetzt natürlich trotzdem hin, wenn wir eh schon da sind. Das Einzige, das muss ich mir jetzt halt schönreden, vielleicht war der Rotkohl halt nicht drin. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er ausgerechnet heute drin war, ist jetzt natürlich kleiner, als dass er nicht drin war. Aber ich werde es halt nicht erfahren. Und wenn jetzt der Rotkohl hier nicht mehr auftaucht in diesem Jahr, dann waren diese ganzen Bemühungen umsonst, was das Gemeinschaftszentrum im ersten Jahr angeht. Wir werden der Sache jetzt nicht mehr nachmachen. Das ist mir schon öfter passiert, dass ich einmal den Reisewagen verpasst habe. Und ich hatte bisher immer das Glück, dass da jetzt nicht das drin war, was ich gebraucht habe. Aber ich weiß es halt nicht, ne? Ja, okay. Hätte ich jetzt das auf dem Schirm gehabt, dass ich das sowieso nicht mehr schaffe, dann hätte ich jetzt auch in der Mine bleiben können. Wir haben es jetzt natürlich auch nicht ganz geschafft, auf unsere 26 Erz zu kommen, aber immerhin waren es 22 und für die Gießkanne reicht es morgen. Und das Gute ist jetzt natürlich, es ist jetzt noch nicht so sehr spät und wir haben auch noch ein bisschen Energie. Das heißt, ich kann jetzt noch ein bisschen Eisen schmelzen, dann ist das morgen fertig. Ich glaube, so 1 oder 1,5 Stunden in-game dauert das, bis so ein Barren fertig ist. Das heißt, ich kann hier jetzt gleich noch ein bisschen. Ja, toll, die Axt habe ich jetzt gerade nicht. Die kriege ich erst morgen zurück.
Und die großen Steine kann ich noch nicht. Muss ich gucken, dass ich das hier jetzt noch ein bisschen sinnvoll nutze. Ich würde lieber Bäume fällen, aber wie gesagt, ohne Axt ein bisschen schwierig. Man hört das übrigens, wenn man in der Nähe ist von diesem Schmelzofen, wenn der Barren fertig ist, dann macht es so ein ganz leises Plopp. Kann aber auch sein, dass mir das jetzt schon durchgerutscht ist. Na, ich komme da jetzt gerade nicht durch. Ach, dann halt nicht. Mein Gott. Ich sehe jetzt gerade nicht, ob es am Unkraut liegt oder am Holz. Da war eine Eule. Jetzt ist er. Ja, habt ihr wahrscheinlich gerade gehört. Rup. Okay. So, nächster Barren. Das sind jetzt vier, haben wir. Der letzte ist jetzt schon drin. Also, wenn der fertig ist, dann können wir schon verbessern. Und spätestens morgen früh nach dem Aufstehen ist er fertig. Die Sachen schmeißen wir jetzt alle hier rein. Ja, da fehlen uns noch vier Stück. Könnten wir uns überlegen, ob wir uns die zukaufen oder eben vorher nochmal in die Mine gehen. Das sind alles Sachen. Ah, gefrorene Träne ist ein Mineral, brauchen wir einmal fürs Gemeinschaftszentrum, einmal fürs Museum und dann möglichst viele, die wir Sebastian schenken können. Der ist nämlich sehr anspruchsvoll, was Geschenke angeht. Dem gefällt nicht sehr viel, aber die gefrorenen Tränen, die liebt er. Und wo sind denn eigentlich meine ganzen anderen Edelsteine? Ich habe die doch nicht alle weg. Hä? Ach da, okay. Ja gut. Ja, solange ich jetzt hier noch genug Platz habe, früher oder später wird hier für die Edelsteine kein Platz mehr sein, weil ich zu viele andere Baumaterialien habe. Aber okay. Okay, Geode geben wir ab, die auch. Das verkaufen wir. Das Hydrogel, boah. Ich weiß nicht. Ich habe das echt noch nie benutzt. Das Hydrogel, hier, ich verkaufe das jetzt. Man kann damit seine Pflanze düngen, dann kann man aber keinen anderen Dünger drauf tun. Und dann besteht die Möglichkeit, dass dieses Feld am nächsten Tag bewässert ist und nicht nochmal gegossen werden muss. Das bringt mir aber nichts, wenn ich jetzt hier eine aufgewertete Gießkanne habe, wo ich drei bis fünf Felder hier bewässert kriege. Wenn dann eins dazwischen schon feucht ist, spart mir das keine Energie. Deshalb das Hydrogel, es bringt jetzt auch nicht wirklich viel Verkaufserlös, aber es nimmt mir halt einfach nur Platz weg. Ich brauche es nicht. Okay. Das Saatgut können wir ja nochmal vielleicht morgen ausbringen. Ja, den wilden Meerrettich. Einen kann ich aufheben. Das ist, glaube ich, ein gutes Geschenk für George. Oh, und wir haben schon wieder einen Geburtstag vergessen. Heute hatte Pierre. Und Pierre mag, glaube ich, den Kaffee. Das wäre perfekt gewesen. Ich bin zu verplant. Und Pierre geht, glaube ich, nicht in die Kneipe. Wir können natürlich versuchen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob Pierre den wirklich mag. Moment. 0:20 Uhr. Aber ich glaube nicht, dass Pierre in der Kneipe ist. Wenn, dann ist er eher schon wieder auf dem Heimweg. Ich muss kurz gucken. Hier Pierre. Leicht erhältliche Geschenke. Ne? Leicht erhältlich ist es ja nicht. Dann war das nicht Pierre. Oder was? Oh. Ich kann mir das nicht merken, ob Pierre oder Gus den Kaffee mögen. Und ich habe mir tatsächlich das jetzt beim Kaffee nicht aufgeschrieben, weil der fällt bei mir nicht unter leicht erhältliche Geschenke. Nee, ist es nicht. Es ist Gus. Gus mag den Kaffee. Okay. Bei Pierre gibt es tatsächlich nichts. Ja, doch, Narzissen. Narzissen oder Löwenzahn? Ich nehme mir mal einen Löwenzahn mit. Dann lasse ich den Kaffee da. Nur sicherheitshalber. Falls er doch in der Kneipe ist und gerade. Aber dann ist er jetzt wahrscheinlich auch schon zu Hause. Zeitlich wird es hinhauen, wenn ich mich beeile und wenn ich Glück habe.
Ich brauche eine knappe Stunde zurück. Aber dann muss er da jetzt auch wirklich sein. Und ich bezweifle es. Er ist echt nicht oft in der Kneipe. Und da, ja, da ist auch schon zu. Wir haben Pierre auch noch versaut. Erst Jane, dann Pierre. Das war Emily. Ja, mein Gott. Kann man nicht an alles denken, ne? Ich wusste es ja. Ich habe gestern noch gedacht, ich muss morgen daran denken, dass Pierre Geburtstag hat. Wir haben heute den Reisewagen versaut und Pierres Geburtstag. Natürlich gibt es dadurch keine ernsthaften Probleme im Spiel. Das wollen wir ja mal festhalten. Ja, also das ist jetzt ja nichts, was jetzt uns an irgendwas hindert oder uns irgendwas komplett verbaut. Von daher muss ich das jetzt einfach mal schlucken. Wir haben aber ein Level-Up im Kampf und wir können uns morgen die Gießkanne in Auftrag geben und unsere Axt wiederholen. Und das ist sehr erfreulich, denn dann können wir ein paar Baumstümpfe klein machen. Und ja, dann sehen wir uns morgen. Bis dann. Tschüss.